Duisburg-Borken, dieses Weihnachten ist für Melina, 29, und Benjamin Wils, 31, ein Wunder. Sie feiern es mit ihrem Söhnchen Milan, 11 Monate. Ein Jahr zuvor hatten die Eltern um das Leben ihres damals noch ungeborenen Kindes gebangt. Der 11. Dezember 2019 Milans Schicksalsschlag. Nach einem Autocrash entdeckten die Ärzte per Ultraschall bei dem Ungeborenen einen schweren Herzfehler, holten das Baby Anfang Januar in der 38. Schwangerschaftswoche. So rettete der Unfall sein Leben. Nur 3 Tage später folgte in der Helios St. Johannes Klinik in Duisburg eine Not-OP am Darm. Doch der Kleine und seine Eltern hatten kaum Zeit, sich von den Strapazen zu erholen. Anfang Juli fand der 7-stündige Eingriff im Herzzentrum Duisburg statt. Bei Milan wurde ein komplexer Herzfehler, Double Outlet Right Ventricle, DORV, korrigiert. Außerdem ein etwa 8 mm großes Loch im Herzen geschlossen. Der Papa. Wegen der Corona-Pandemie konnte ich meinen Sohn 3 Wochen nicht sehen. Das war furchtbar. Melina und Benjamin haben auch diese schlimme Zeit gemeistert. Wir haben gekämpft, nie aufgegeben, wie unser Sohn, sagen sie. Das Kinderzimmer haben sie mit einem bunten Ballonmobilier ausgestattet. Alles Medizinische haben wir entfernt, wollen nicht an die schlimme Zeit erinnert werden, sagt Melina. Im jugendlichen Alter muss Milan noch einmal am Herz operiert werden. Die Eltern, das schaffen wir auch gemeinsam.